Ich würde dir empfehlen, starte wirklich mit 9 bis 10 Beiträgen, dass halt schon mal was auf deinem Account passiert ist. Und dann versuch eben eine Regelmäßigkeit aufzubauen. Hi, ich bin Eva. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich aus dem Dentalstarter Podcast. Und genau so habe ich auch Team Lieblingszahnarzt kennengelernt. Und seit November letzten Jahres bin ich Teil des Teams und leite den Bereich Kommunikation und Marketing. Wir unterstützen Zahnärztinnen und Zahnärzte auf dem Weg in ihre Selbstverwirklichung in der eigenen Praxis und sind einfach ganz nah dran, und zwar von den allerersten Überlegungen bis hin zur Praxiseröffnung und aber auch noch weit darüber hinaus. Jede unserer Lieblingszahnarztpraxen hat natürlich auch einen eigenen Social-Media-Auftritt. Und ja, dementsprechend machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie wir die Herzensmission unserer Lieblingszahnärztinnen und Zahnärzte nach außen kommunizieren, um wiederum deine Traumpatienten und Patientinnen zum Beispiel anzuziehen. Aber auch ganz, ganz wichtiges Thema heute, wo finde ich denn die passenden Mitarbeitenden, die eben zu mir und meiner Mission passen? Und da ist eben Social Media ein super wichtiges Tool. Setz dich hin, nimm dir ein weißes Blatt Papier und überleg dir erstmal, wen möchte ich erreichen? Also mir hilft es da manchmal wirklich, so eine Zielperson im Kopf zu haben. Das war auch damals bei dem Podcast so. Mir zu überlegen, hey, gibt es denn so eine Standardperson, die ich gerne mit meinem Format ansprechen würde? So, und wenn du diese Person im Kopf hast, dann kannst du letztendlich all deine Inhalte auch darauf ausrichten. Möchte ich eher meine Inhalte informativer gestalten oder möchte ich sie locker, luftig, leicht, lustig gestalten? Ich glaube, man kann sich da auch heutzutage schon relativ viel Input von anderen Zahnarztpraxen holen und sich da einfach mal inspirieren lassen. Wenn es um Social Media geht, dann zählen Prinzipien wie Kontinuität und Einheitlichkeit. Also überleg dir zum einen, in welchen Abständen möchte ich was, also welche Inhalte nach außen kommunizieren und vor allem auch über welche Plattform. Auf jeder Plattform treiben sich unterschiedliche Zielgruppen herum und frag dich wirklich, wo finde ich diese Traumperson, die ich ansprechen möchte? Ist es Instagram? Ist es vielleicht TikTok? Oder ist es Facebook? Erstell dir wirklich erstmal einen Account und dann, ja, brauchst du einen Grundstock an Inhalten, mit denen du einfach mal loslegst. Weil wenn da ein Account kursiert mit 2 Inhalten und da tut sich dann über lange Zeit nichts, ist es halt auch nicht so gut. Also das Schöne ist ja, heutzutage kann man sich auch ganz gut auch schon über YouTube-Videos einfach ein paar Strategien aneignen. Und wenn du es ganz professionell angehen möchtest, dann hol dir am besten wirklich einen Experten an die Seite.